Motorsport war für mich immer das Größte. Ich war einfach fasziniert von diesem Sport. Die Silberpfeil-Geschichte, Fangio und Kling, das waren meine Idole. Er geht in die letzte Runde, an der Spitze des Feldes rast er dem Ziel entgegen. In Mercedes war was ganz Besonderes. Nicht mal eine Zierleiste ändern durfte man. Mit dem 300 SE haben wir versucht, ein Auto zu bauen, das tatsächlich in der Lage war, auch im Motorsport Furore zu machen. Knapp 80 Wagen starten am 24. Juli 1971 zur gnadenlosen Materialschlacht rund um die Uhr. Spa war für uns ein ganz dramatischer Auftakt und ein Riesenerfolg. Damit waren wir mit einem Schlag weltweit bekannt. Getrieben hat uns von Anfang an eigentlich der pure Überlebenskampf. Wir mussten Erfolg haben und ich wollte Erfolg. Hans Werner Aufrecht vollführt seinen berühmten Tigergang. Deshalb haben wir im Europapokal uns mit dem 54er SL vorbereitet, sind aber dann leider für Monza erst zwei Tage vorher fertig geworden. Es gab Probleme am laufenden Band. Trotzdem sind sich auch die Fachleute einig, dass hier in wenigen Monaten ein Spitzenauto entstanden ist. Wir waren überglücklich, dass wir nachweisen konnten, dass man praktisch aus dem Stand in dieser Serie erfolgreich sein kann. Als Hans Stumpf das Rennen abwinkt, steht das Mercedes-Coupé der Firma AMG als Sieger fest. Für uns war von Anfang an das Ziel, exklusiver Partner von Mercedes zu sein. Wir haben den Kunden zugehört, und zwar schon damals. Wir wollten Autos bauen, die Gänsehaut erzeugen. Wir wollten den schnellsten Tourenwagen haben, den es auf der Straße gibt. Das ist uns mit dem Hammer gelungen. Dieser Nickname, den haben die Amerikaner erfunden, weil er war ein Hammer. Dieses Auto war der Start in eine ganz neue Zukunft. Und das hat dazu geführt, dass Niva zu uns kam und gesagt hat, sag einmal, können wir nicht zusammen schaffen. Und was draus geworden ist, sieht man heute. AMG, 50 years of driving performance.